So, starten wir. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zur Vorstellung unseres neuen Spielers Hugo Almeida. Wir machen das heute ganz, ganz einfach, ohne großes Tamtam und Palaver unsererseits vorneweg, sondern ihr könnt einfach eure Fragen stellen und ich würde euch bitten, diese zumindest für Hugo auf Englisch zu formulieren. Er wird auch auf Englisch antworten. Bei Martin Bader dürft ihr selbstverständlich auf Deutsch fragen und er wird auch auf Deutsch die Antworten geben, mit so einem leichten Dialekt. So, dann fangen wir doch gleich mal an. Tobi Manske von der Bild, bitteschön. So Hugo, welcome to Hannover. What are your first impressions of the first days from the team and the city? Everything is great. It's cold, but everything is great. The team is very young. So, yeah, I'm happy to coming here and the people is great with me here. Andreas Willicke, Neue Presse. You have worked a few years with Thomas Schaaf. Could you describe your relationship with Thomas? This is a normal relationship. So Thomas is a great coach. I'm happy to work with him again. He's 4.5 years very great in Bremen with him. And I hope these last months are great too. Wer möchte? Michael Richter vom Kicker. Which are your experiences in doing relegation and what do you think what will be the most important skills to reach your challenge this season? No, the important is score goals. This is because I'm coming here to make my job, to try to help Hannover not relegation. And yeah, I go to do my best, I go to do my work. Tomas knows my work. I think everybody knows my work. And yeah, I come in here to try to help Hannover to not go to relegation. Mit dem Mikrofon sonst. Sprichst du leise. Some experiences in your career still with relegation in other clubs? What did you get experiences? Bremen was very good. No, in the last 20 years and a half is not so great for me. In Cesena is work hard because it's not a big team, and they try to not relegation. Today they are in a second league. In Anji, they are in the last positions. So I don't want to talk about the past. I want to talk about the present, and the present is here in Hannover, and we have a chance to not relegation. We have half time to not relegation, to stay in a good position. So this is because I'm coming here. Weitere Fragen? Wer möchte? Andreas Willicke nochmal. Do you speak any words in German? Yeah. Yeah, I speak some words. I understand more than I speak. I stay 4.5 years in Bremen. I learned a little bit Germany, but it's not so good, and I don't want to try right now. Markus Jürgensen, Sky. What's about your fitness? How do you feel? I'm feeling great. Yeah, we have holidays in. Like you know, in Russia, have a big holiday. It's a big stop now in the winter. So, in this moment, in the first trainings, I'm feeling great, and yeah, I try to stay in a keep shape, in a good shape. So I try to make a very good work here. Weitere Fragen? Wer möchte nochmal? Andreas, bitteschön. What would you say? How many percent of your fitness is now right now? Fifty percent, maybe 50-60%.
like I tell you, is a big stop. It's not the same. I work a little bit in the holidays. It's not the same with work every day in a pitch, work every day football. Gym is not the same. So, but in some days I hope to be in 100%. Zweimal hinten. Janik Wittenberg, Antenne Niedersachsen. Herr Bader, können Sie mal kurz beschreiben, warum glauben Sie, hat Hugo Almeida die Qualitäten, Hannover 96 zu helfen, und welche Qualitäten hat er aus Ihrer Sicht? Es ist kein Geheimnis, dass wir uns schon seit längerem mit Alternativen für die Offensive beschäftigt haben. Es sind viele Dinge durchgegangen, sind auch einige Namen ja durch die Medien gegeistert, und Hugo stand auch schon in unseren Gedanken, weil du natürlich auch nach Spielern schaust, wo der ein oder andere vielleicht eine Tür aufgehen kann. Und bei Hugo ist es klar gewesen, dass Anschi jetzt auch nicht ein Verein ist, wo die sportlich jetzt so brillant dastehen, dass es nicht eine Möglichkeit gegeben hätte, auch mal mit Hugo über einen Wechsel nachzudenken. Und als Thomas dann gekommen ist, haben wir für die verschiedenen Optionen dann uns mit ihm durchgegangen und sind dann bei Hugo nicht nur hängen geblieben, sondern haben das dann intensiviert. Und das ist dann auch eine gemeinschaftliche Entscheidung von Verein und auch von Thomas Schaaf gewesen, zu sagen, lass uns mal die Gespräche mit Hugo so in die Richtung führen, ob sich Hugo es vorstellen kann. Und über die Qualitäten von Hugo braucht man mit Thomas Schaaf nicht großartig reden, weil er ihn in- und auswendig kennt, hat 4,5 Jahre mit ihm nicht nur erfolgreich zusammengearbeitet, sondern weiß auch ganz genau, wo er Hugo packen muss, um ihn dorthin zu bringen, dass er uns helfen kann. Und die Gespräche zwischen Thomas Schaaf und Hugo haben dann uns bestätigt, dass Thomas gesagt hat, ja, eigentlich das ist derjenige von der Liste, die wir abarbeiten wollen, die für ihn am interessantesten ist. Und die Erfahrung, die Hugo mitbringt, in der Bundesliga einfach Fußball zu spielen, die Art und Weise, wie Thomas Schaaf auch Fußball spielen lassen möchte, die Hilfe ist in der Integration. Denn Hugo weiß auch ganz genau, was Thomas Schaaf von ihm verlangt. Und da ist in der Kürze der Zeit, und wir wissen, dass wir natürlich nicht zu viel Zeit auch haben, weil das Spiel steht jetzt am Wochenende vor der Tür gegen Darmstadt, aber wir haben halt trotzdem 17 Rückrundenspiele. Und in dieser Phase glauben wir einfach, dass ein Stürmer, der weiß, wie Fußball-Bundesliga funktioniert, der einen gewissen Erfahrungsschatz auch international mitbringt, der eine große Motivation auch hat, möglicherweise nochmal auf den Zug zur Europameisterschaft aufzuspringen für die Portugiesen, dass dieses Gesamtpaket eigentlich für uns eine interessante Konstellation sein kann. Und deswegen haben wir auch in den Gesprächen mit Thomas Schaaf uns entschieden, dass es der richtige Stürmer für uns sein kann. In der Konkurrenzsituation, die sich Hugo stellen muss, aber wie gesagt, er sagt selber, in den nächsten Tagen wird er an seiner Fitness noch weiter arbeiten. Die ersten Trainingseinheiten sind jetzt gelaufen, und ich höre eigentlich auch nur Gutes von Thomas Schaaf. Und jetzt geht es darum, dass das, was im Training erarbeitet wird, dann im Spiel dann auch möglich ist. Aber ich glaube nicht, dass man Hugo erklären muss, wie es funktionieren muss, Tore zu schießen. Hola. Rasmus Godau, Sport1. Herr Bader, Christoph Daum hat gestern bei uns gesagt, Hannover wäre schon sehr, sehr weit mit Marco Marin. Stimmt das oder sind die Transfers abgeschlossen? Martin Kind hatte sowas gesagt, dass es keinen neuen Spieler mehr geben soll. Ja, was Christoph Daum, wie gesagt, also es wird ja so viel von Experten oder auch von vielen Medien spekuliert, haben uns noch nie dran beteiligt, und genauso lassen wir es jetzt auch wieder. Wir haben klipp und klar gesagt, dass wir vor dem Darmstadt-Spiel einfach Ruhe einkehren lassen wollen. Wir wollen jetzt einfach auch in der Woche mit dem Kader zusammenarbeiten, den Thomas Schaaf jetzt auch zur Verfügung hat. Neuzugänge oder Abgänge sind immer etwas unruhig in der Kabine, und das wollen wir jetzt vor Darmstadt einfach nicht haben. Bis zum 31. Januar ist noch Zeit, und bis dahin werden wir uns im Hintergrund natürlich Gedanken machen, was dem Kader gut tut, in enger Absprache mit Thomas Schaaf, natürlich auch mit den Eindrücken in den nächsten Trainingseinheiten, aber natürlich auch mit Darmstadt. Deswegen sind da alle Optionen offen. Gesagt, 31. Januar wollen wir uns die Option offen halten, bis dort noch reagieren zu können. Einen Namen haben wir noch nie kommentiert, und das werden wir jetzt auch nicht tun. War das die Frage? Nee, eine neue noch, Silke. Herr Bader, ist es letztendlich auch ausschlaggebend gewesen für Almeida, dass er, sag ich mal, nur kommt, wenn Thomas Schaaf hier auch der Trainer ist? War das für Sie jetzt auch sehr hilfreich, dann doch einen namhaften Trainer zu haben?
Wir haben die Konstellation noch nicht ausprobiert, ohne Thomas Schaaf mit Hugo zu sprechen, sondern es hat natürlich schon auch auf unserer Liste einige Stürmer gestanden, die wir dann angegangen wären, wenn wir gewusst hätten, wie wir in die Winterpause gehen. Aber natürlich hat es geholfen. Thomas Schaaf kennt Hugo und hat natürlich auch den ersten Kontakt mit Hugo hergestellt, und zwar direkt, ohne jetzt über Berater zu gehen oder über Dritte zu gehen, sondern der direkte Kontakt war für uns wichtig. Und natürlich ist klar, dass Thomas mit Hugo über die Zeit hinweg ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat. Und deswegen da für uns auch schon sehr hilfreich, dass Thomas Schaaf den direkten ersten Kontakt gelegt hat. Ja. Weitere Fragen? Janek nochmal, bitte. Hugo, you said that you always had the wish to come back to Germany after you left Bremen. Can you describe what is so special about the German Bundesliga for you? The Bundesliga for me is the one of the most big leagues in the world for me. Big players, big teams. So that's it. I think the Bundesliga is great for me too. I'm very happy here in a PES. They helped me a lot in my career. So I'm happy to come back again. Gibt's Fragen? Einmal Andreas Willicke und dann nochmal Markus Jürgensen. Hugo, are you in contact with your national coach? No, I'm not. No. But you want to go to the championships? Yeah, I want to go every time. I work for this. Most important for me is the team. Now here in Hannover is most important is make my job here, doing well. So I'm very proud to play by national team, to play by Portugal. But if it's not right, I have to keep my work here and try to help my team. Markus. Herr Bader, fünfmal haben Sie jetzt zugeschlagen auf der Habenseite. Wir haben ja in der Türkei schon mal darüber gesprochen. Was glauben Sie, wie lange das dauert, bis alles so ineinander greift? Oder welchen Eindruck haben Sie davon? Weil das ist ja schon ein großer Eingriff in den Kader, jetzt so kurz vor dem Rückrundenstart. Ja, natürlich wünscht man sich immer als Verein, wenn man im Sommer eine Mannschaft zusammenstellt, dass diese Mannschaft so zusammenbleibt und eine Saison zu Ende spielt. Das ist in sich logisch. Und Veränderungen im Winter sind nie gewünscht und auch nie einfach. Aber wir mussten natürlich der sportlichen Situation ein Stück weit gerecht werden und mit Platz 17 und 14 Punkten, aber auch mit dem einen oder anderen verletzungsbedingten Ausfall und mit dem einen oder anderen Erkenntnis, dass eine Kaderveränderung auch notwendig sein muss, um unsere Ziele zu erreichen. Die ist ja nicht neu, die ist ja nicht erst seit 14 Tagen geboren, sondern eigentlich schon während der gesamten Vorrunde. Ich bin jetzt seit Oktober da und wir haben dann mit Michael Fronzek, aber auch jetzt mit Thomas Schaaf einfach die Sachen durchgegangen und sind uns schon der Meinung gewesen, dass wir einen höheren Konkurrenzkampf im Kader brauchen, dass wir auch von der Bank natürlich auch Spieler brauchen, die deutlich mehr Druck ausüben, um einfach das gesamte Niveau heben zu können. Sonst werden wir es sehr, sehr schwer haben. Und trotzdem haben wir sowohl mit Michael Fronzek als auch mit Thomas Schaaf immer gesagt, dass wir nicht nur Transfers machen dürfen, die auf eine Kurzfristigkeit ausgelegt sind, sondern wir wollen auch schon ein bisschen Nachhaltigkeit im Kader auch haben. Dass aber auch diese perspektivischen Verpflichtungen relativ schnell uns helfen können, ist immer auch unser Ansinnen gewesen. Und die Schwierigkeit im Winter ist, dass du auf Platz 17 stehst, dass du trotzdem auch in der Lage bist, Spieler anzusprechen, die natürlich auch bei anderen Vereinen hoch im Kurs sind. Das ist uns bewusst und dass wir uns die Messlatte sehr, sehr hoch gesetzt haben und dass wir trotzdem versucht haben, eine Logik dabei zu führen. Und wir haben bei allen Spielern schon mal in ihren Ligen oder auch in der Bundesliga den Nachweis gesehen, dass sie uns helfen können. Und das jetzt zu integrieren in eine Mannschaft, die kein Selbstbewusstsein hat, die auf Platz 17 steht, das ist jetzt natürlich eine große Aufgabe von Thomas Schaaf. Aber eben auch da das Wissen, dass Thomas diese Situation nicht fremd ist und dass Thomas trotz allem 17 Rückrundenspiele hat, um mit dieser Mannschaft so zu arbeiten, dass egal wer dann am Platz steht, dass sie uns helfen.
Und sagen wir mal, diese Breite, aber natürlich auch mit Hugo, aber auch mit Adam Scholey, zwei Stürmer zu haben, die eben schon in der Bundesliga wissen, wie das Fußballgeschäft funktioniert, das war uns wichtig. Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass mit Marius Wolf, einer, der ein hohes, großes Talent mit sich mitbringt, wie mit Ivar Fossum, dass sie so viel Druck im Kader ausüben, dass dann eben entweder der ein oder andere selber dann schon spielt oder aber, dass er schon den schon bestehenden Kader besser macht und dass wir dort unsere Ziele erreichen können. Und Yamaguchi hat auch schon in seiner Liga nachgewiesen als aktueller A-Nationalspieler, dass er relativ schnell, wenn die Integration von Japan nach Deutschland abgeschlossen ist, uns helfen kann. Also ist bei allen eine Fantasie dabei, aber logischerweise der Nachweis muss erbracht werden. Und uns breiter aufzustellen, höheren Konkurrenzkampf, mehr Alternativen zu haben, ist in unserer Situation, glaube ich, nicht verkehrt. Michael Richter nochmal. Hugo, in Bremen, it was mostly 4-4-2, the system you played with Thomas Schaaf. Is there a system you prefer? Do you think you are successful when you play with a striker at your side or even without and you only alone in the first front? What's your game? The first, I prefer to play. This is I want, is to play. It's 4-4-2 or 4-3-3, for me doesn't matter. But in Bremen, like I tell before, I'm very happy in Bremen. I score a lot of goals. I help the team, so I believe Thomas playing the same tactic. I think so. So I'm happy to play with another striker or with the two wingers. For me, it doesn't matter. Noch eine. Bitte schön. Noch einmal, Herr Bader, jetzt der Trainingsauftrag ist rum, Belek ist rum. Welchen Eindruck haben Sie von der Mannschaft, gerade auch in der Zusammenarbeit mit dem neuen Trainer? Und ist möglicherweise auch ein gewisser Ruck durchs Team gegangen? Das wünscht man sich immer, dass jeden Tag irgendwo ein Ruck durch eine Mannschaft geht, wenn neue Impulse kommen oder wenn Trainingseindrücke verarbeitet werden. Das Wichtigste ist, dass wir versuchen, so wenig wie möglich Verletzte eigentlich zu haben. Uns, wie gesagt, tut schon weh, dass Kiyotake uns nicht zur Verfügung steht, weil er gerade natürlich in der Offensive in der Vergangenheit gezeigt hat, was für ein wichtiges Element er ist. Wir hoffen, dass er relativ zügig zur Mannschaft stoßen kann. Reha-Maßnahmen sind jetzt abgeschlossen. Er kann jetzt langsam intensiver auch mit dem Athletiktrainer arbeiten, was für uns sehr, sehr wichtig ist. Aber das Entscheidende ist, dass wir mit Thomas Schaaf einen Trainer haben, der mit der Mannschaft jetzt in den Bereichen so arbeiten kann, dass sie in den taktischen Bereich langsam kommen werden. Sie haben in den zwei Wochen in der Vorbereitung unheimlich viel intensiv im Körperlichen gearbeitet. So, und jetzt geht es darum, die Testspiele richtig zu analysieren, die Trainingsinhalte so umzusetzen, dass wir uns vorbereiten auf Darmstadt. Sie wissen, dass jede Vorbereitung Makulatur ist, wenn du das erste Spiel nicht gewinnst oder wenn du es gewinnst. Insofern sind Testspielergebnisse für uns eigentlich auch nur intensive Trainingseinheiten in der Bewertung. Und sehen wir vielleicht ein bisschen anders als die Öffentlichkeit, aber wir müssen sie so bewerten, dass intensive Trainingseinheiten sind. Und das tun wir. Am Ende wird ausschlaggebend sein, wie wir in das Spiel gegen Darmstadt reingehen, wie wir uns dort präsentieren, wie auch da die Schlüsse für Thomas Schaaf aus diesem Spiel sein werden in der Vorbereitung. Vielleicht machst du im Hinblick auf den 31. Januar noch was, wenn noch eine Möglichkeit, ein Türchen aufgeht. Da müssen wir vorbereitet sein. Wir haben ein sehr erfahrenes Trainerteam. Wir haben eine Mannschaft, die weiß, auf welchem Tabellenplatz sie steht. Sie auch weiß, welche Chancen, welche Risiken dieser Tabellenplatz mit sich bringen. Wir haben eine Fangemeinde, die unbedingt in der Bundesliga bleiben will, die eine gewisse Geduld natürlich auch mit sich bringen muss, die auch Rückschläge verarbeiten muss. Aber unser gesamtes Ziel ist, dass jeder weiß, dass hier alles dafür getan wird, dass am Ende Bundesliga erhalten bleibt in Hannover. Und das versuchen wir den Spielern nicht nur mitzugeben, sondern einzuimpfen. Das versuchen wir auch jedem Fan und jedem Zuschauer mitzugeben, dass diese Mannschaft wirklich von der ersten bis zur letzten Minute, bis zum letzten Spiel, als sie vergeben wird, dass Bundesliga halten bleibt. Das können wir nur, die Rahmenbedingungen können wir nur so schaffen und dann darauf vertrauen, dass das, was umgesetzt wird am Platz, dann auch erfolgreich sein wird. Gut, weitere Fragen sehe ich nicht mehr. Dann bleibt mir noch zu sagen, heute 15 Uhr eine zweite Einheit, morgen zweimal Training, 10 und 15 Uhr. Und bei Interesse oder wer Interesse hat, kann gerne nach dem heutigen Training noch an einer kurzen Presserunde mit Thomas Schaaf teilnehmen. Aber wirklich nicht nur eine Runde, keine Pressekonferenz, sondern im kleinen Rahmen. Sondern ihr bleibt alle da und alle Kamerateams. Dann überlegen wir uns das nochmal neu. Also, bis später. Tschüss.